Ich denke, der fängt schon an. Ich denke, der fängt schon irgendwann an, daran zu arbeiten. Ich kann halt auf dem aktiven Projekt nichts mehr zugreifen. Wenn ich den einmal zugewiesen habe, ist er weg. Okay. Na ja, schauen wir mal. So. Severa, 13 oder 14k hast du mittlerweile. Ich bin froh, wenn dieses ZOS2-Update durch ist. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist sowas von nervig. Wir müssten eine neue Bürosoftware rausbringen. Das wäre halt auch sau wichtig irgendwann, ne? Mein Paul könnte das natürlich, aber der ist gerade selber da beschäftigt. November 2000 kommt, also in einem guten Jahr, kommt dann auch hier Herr der Zwerge 2 jetzt endlich mal raus. Das wäre April 99. Ich will gar nicht wissen, wie weit das ist. So. Okay. ZOS geht jetzt gleich in die Beta. Z3D2 geht auch gleich in die Beta. Dann sind wir deutlich entlasteter unterwegs. Dann sind wir deutlich entlasteter. So. Ich glaube, das könnte gut werden. Luki will mehr Geld. Dafür, dass er nichts entwickelt, will er mehr Kohle haben, oder was? Das nicht. Wir Angestellten wollen auch was von den 92 Millionen. Ah, ja, wenn Luki nicht langsam anfängt, dann wird das weniger. Na komm, jetzt mach das fertig. Ich will das jetzt abschließen. Wir machen jetzt Folgendes. Abbruch. Ich breche das jetzt ab. Wir machen Age of Zwerg. Nee, war das Age of Zwerg? Machen wir. Entweder wir stellen es nochmal ein und probieren es nochmal aus. Also pass auf. Spiel. Age of Zwerg. Subscription basiert. Das sollte Party machen, ne? Wir nehmen. Okay, da gibt es gar keinen das mehr. Dann machen wir das nicht. So, dann haben wir hier Z2D, das passt. Z-Audio passt auch. 3D-Grafiken führen wir ein. Dann nehmen wir hier Z3D1. Nein, natürlich! Aber natürlich war das, ging das nicht. Wir haben. Oh, ich bin so doof.
Natürlich konnte er das nicht machen. Er musste ja warten, bis er startet. Bis er tatsächlich... bis die Software rauskommt. Die wir dafür... Wir wollten ja unbedingt 3D reinhauen, ja? Also... So, pass auf, wir machen uns mal Folgendes. Grafik. Bisschen Gameplay. So, was können wir noch machen? Brauchen mehr Grafik, ne? Ohne 3D haben wir ein echtes Problem. Weil wir die Grafikwerte nicht vollkriegen. So, jetzt kostet das 6 irgendwas. Im Monat. Wir machen das als Vollpreistitel. Bringen wir das raus. Für 69. 99. Oder, nee, warte. Machen wir so. 3D-Editor. Es gibt keinen, der das kann? Aber warum ist der nicht kompatibel? Jetzt ist er kompatibel. Weil wir altes Tech-Level verwenden, deswegen. Das setzt die 3D-Grafik runter, macht aber nichts. Das ist, ändert an der Grundlage hier gar nichts. So, und jetzt dürft's Luki machen und ich wette mit euch, jetzt fängt er dann auch an. Glaube ich. Jetzt warten wir mal, bis Luki in die Arbeit kommt und dann schauen wir mal. Das sind 6.999, das ist das teuerste Game. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Was kostet das Vollpaket von Train Simulator? 13.000? Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, ob er startet hier. Wir warten jetzt, wann kommt Luki in die Arbeit? Systemprogrammierer. Wissen wir, wann die Systemprogrammierer starten? Oder sind die schon weg? 17 Uhr bis 1 Uhr. Der kommt erst noch. Er braucht doch 2 blaue Punkte. Ist das so? Zum Starten? Bis 7.700 Euro. So viel kosten alle DLCs vom Train Simulator. Ja, okay. Dann habe ich das falsch abgespeichert gehabt. Schlimme ist, Paul hätte die Punkte, aber der hat die Postpunkte nicht. Der ist mit Herr der Zwerge 2, wird der schon genug zu tun haben. Und Dr. Mo ist durch. Der kann gerade nicht. So. Strubi! Hi! Strubi, wie geht's dir? Wunderhübschen guten Abend! Grüß dich! Na, Strubi? Was macht die Kunst? Lebst du den Lifestyle? ZOS ist gleich durch, ja, ich weiß.
Oh, jetzt wollen wieder alle mehr Geld. Ja, jetzt, was ist denn los? Ja, gleich durch. Dann können wir für Z2D nochmal ein Update machen und dann können wir für Z-Box auch nochmal ein Review reinballern. So, Update vom OS ist auch durch. Ah, ich freue mich. So. Da haben alle eins bekommen. Also in der Regel fordern auch fast immer alle an. Wie viel hast du jetzt? 12,2 hast du jetzt. Hm. Na, eine glatte 10, da machen wir doch immer, machen wir gerne eine Iteration drüber. So. 5 Autos haben wir tatsächlich noch nicht, aber das wäre eine schöne Idee mal. Ha? Gerade beim Partystream, Gassi-Pause. Und er ist umgefallen? Wie ist er umgefallen? Was ist mit ihm passiert? Aber hat sich nicht verletzt, oder? Strubi. Was ist sowas? So. Bei Station ist so. Okay. Okay, das ist dann nicht mehr ganz so schlimm, ne? So, ZOS geht gleich in die Beta. Und wir haben noch ein gutes halbes Jahr Zeit für den Release. Völlig tiefenentspannt, Leute. Und in den nächsten 3 Monaten werden wir auch das noch bestimmt, also wir werden für Z3D2 werden wir richtig Zeit haben. Nur ein Firmen-Lambo, ja. So, ZOS 3 ist in der Beta. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich mal jemandem Bescheid sagen, dass es das gibt. In der Beta können wir das mal der Presse zeigen. Mal gucken, was die morgen sagen. Ja, mal gucken. Was geht denn bei uns eigentlich? Jetzt schau mal her. Pass auf. Ich würde dir jedem Firmenfahrrad geben. So. Company Car. Dienstwagen. 4.000 pro Mitarbeiter. No. Für die Nachtschicht gibt es jetzt mehr Geld. Pass auf, gibt es generell mehr Geld. Für jeden, der Nachtschicht arbeitet, gibt es mehr Kohle. So, Weihnachtsbonus. Für alle gibt es auch mehr Geld. Kostenloses Essen gibt schon, bezahlter Urlaub gibt es auch. Urlaubsmonate sind 4 Wochen Urlaub. Das sind 20 Tage, das ist okay. Das ist okay. Das ist halt bloß die Frage zwischen 20 und 40, ne? So. Krankenversicherung. Wir zahlen 5.000 im Krankheitsfall. Für den Klinikaufenthalt. Lebensversicherung. 10.000. Pension? $10 im Monat. Hey, wir haben vorher nichts gezahlt, ja? Das ist $10 mehr. Das ist doch geil. Okay. Pass auf. Wir kümmern uns um die Angehörigen. Falls es jemand nicht packt, gibt es 50.000 von der Firma einfach aufs Haus, ne? So. Krankenversicherung. 10.000 für jeden, der auf Klinik muss. Ja, zahlen wir die 10.000 Zuschuss. 100 Rente. Okay, 100 Rente. So. So, wir geben auch jedem eine minimale Erhöhung pro Jahr. $48 kriegt jeder pauschal einmal im Jahr mehr Geld. Berg sagt gerade, die $1 Rente, sonst ist es ja zu teuer. Ja, es kommt drauf an. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Mitarbeiter, die aber alle noch da sind. Mal gucken.
So. Bezahlte Urlaub, wie gesagt, der Rest ist okay. Ja, es reicht jetzt, oder? Jetzt haben wir unsere Leute müssten jetzt eigentlich alle total glücklich wie Punching Balls durch die Flure springen und hüpfen. Denen müsste es richtig gut gehen jetzt, ne? Kannst du wieder ja gar nicht. Doch, der fordert mehr Kohle an. Wirst sehen. Servierer wird immer mehr Geld wollen. Immer! Die Mitarbeiter werden sich aber deswegen jetzt natürlich deutlich weniger beschweren, weil sie einfach von Haus aus glücklicher sind. So. Oh nein. Unsere Drucker wurden schon wieder geklaut. Wir brauchen eindeutig mehr Security. Securities! So, Sicherheit. Also, nach Ankunft sortieren. 0 Uhr bis 8 Uhr. 8 Uhr bis 16 Uhr, 16 Uhr bis 0 Uhr. Okay. Zwei. So, jetzt haben wir vier. Wir haben drei Türen, glaube ich, oder vier Türen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mehr als genug. So, dann umswitchen. Wir wollen sehen Reinigung. Acht Leute sind dafür angestellt. Bis 4 Uhr, bis 8 Uhr, bis 10 Uhr, bis 16 Uhr. Dann stellen wir hier um 18 Uhr nochmal jemanden an. Bis 22 Uhr. Und dann haben wir hier nochmal um 22 Uhr bis 2 Uhr jemanden. Das ist dann okay, glaube ich. So, dann will ich haben Küche. 2, 2, 2, 8, 8, 8. So, pass auf. Dann geben wir jetzt hier mal um Mitternacht, also um von 22 bis 2 Uhr. Stellen wir nochmal zwei Köche ein. Von da stellen wir nochmal zwei Köche ein. Zwei Köche. Zwei Köche. Zwei Köche. So. Koch kann den Herd nicht finden. Naja, okay. Schwund ist immer, ne? Ihr findet es doch noch. It's unable to find a fridge. So, was können wir nicht decken? ZOS 1 können wir nicht decken. Machen wir mal noch einen kleinen Nachdruck. Und Z3D1 können wir auch nochmal einen kleinen Druck machen. Haben wir die wichtigsten Dinge mal wieder gemacht. Glückliche Mitarbeiter, wo kommen wir denn hin? Ich weiß doch auch nicht. Okay. Oh, 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 was ist hier passiert? Beta Review. Amazing, okay. Aber ich habe nichts verpasst sonst, ne? Okay, passt. Oh, 117-509. 117-391-500. Jetzt habe ich alles abgehoben, was gerade da ist. Okay, dann geben wir jetzt einfach einen 150 Millionen wieder zurück in die Kasse. So. Es kommt den 4. Dezember, kommen wir an das Geld wieder ran. Das wird jetzt schnuckelige Zinsen abwerfen. 150 Millionen als Anlage ist bestimmt nicht schlecht. Glaube ich. So, hier machen wir noch ein Review drauf.
Oh, das kriegt schon Follower hier, aber ordentlich, du. Ja, wir sind im Betriebssystembereich nicht ganz unbekannt mehr. Nicht mehr ganz, ne? Geil, ist eine glatte 10 wird das. Hosting für Lion sollen wir machen. Ja, das können wir auch machen, komm. So, Luki kümmert sich noch nicht ganz, aber ich glaube, Luki fängt bald an. Ich habe da Hoffnung. So. Okay. 2000 neue PCs sollten verfügbar sein. Wir werden sehen. Wo sind die PCs? Da. Jetzt habe ich nichts ersetzt. Warte, ah, Moment, falsch. Ich hätte die anderen auswählen müssen. Die machen ein bisschen weniger Lärm, ne? Hui, hui. Da lieben die. Oh, ein bisschen, ein paar Minuten noch. Servier. Ist schon spät heute noch. Nur noch 5 Minuten, Mann. Nur noch 5 Minuten. So. Was? Das Support-Team 1 hat gerade einen Teamleiter verloren? Why? Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Shavira, dankeschön! Bis Viertel nach, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht, Severa. Aber danke für 95 BDs. So, pass auf, wir machen folgendes. Wir ziehen das so raus. Big Brain, ja. Support 1. Großartige Kompatibilität. Stellen wir ein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall da die Punkte drin. Jetzt brüsten wir das Team Support 1. Nee. Doch, Support war das, oder? Nee. Welches Team war das jetzt? Warum ist der Gaming-P da? Hä? Nee, das ist... Warte mal, das ist Support 2. Moment. Ja, okay, jetzt gerade nicht so. Support 1, wo bist du? Hä, wo ist Support 1? Ach so, warte, na, natürlich. Ja. Tamily. So, damit hat das Team jetzt wieder einen Teamleiter drin. Okay. Puh. Ansonsten haben wir keine Teamleiter verloren, oder? Ist er in Rente gegangen? Ich glaube, jetzt ist okay gerade. Lärm angeklickt, warte mal. Wie ist unsere Heizungslage gerade? Passt. 93% ist schon ziemlich am Limit, ne? Aber wird schon noch.
Da werden Fehler rausgeballert. Bis Juni, halbes Jahr, haben die wirklich noch Zeit. Das ist, und die Follower generieren wir ordentlich. Das heißt, wir müssten im März nochmal eine Pressemitteilung rausgeben. So. Da kann ich welche drucken. Aber ich muss das zuweisen auf... Hä? Warum kann ich das nicht auf die zweite Assembly Line packen? Die Z-Box 2. Die kann ich auf die Fertigung zuweisen. Dann kann ich dann sagen, 2000. Vordrucken. Ah, da fehlen Batterien. Deswegen geht das nicht. Wir müssen Batterien da noch produzieren. So, pass auf. Da müssen noch Batterien in diese Mainboard-Geschichte rein. Also hier einmal Batteriepack muss noch ins Mainboard rein. War das Medium? Small. Jetzt läuft's. Jetzt kann ich es produzieren. Das heißt, es wird jetzt schon eingelagert alles. Ja, und dann kann das hier schnuckelig verkauft werden. Weil dann produzieren wir jetzt schon mal vor. In aller Ruhe und Gemütlichkeit. Okay. Ich glaube, das ist gut, so wie wir das machen. So. Ja, wird schon so langsam. Eine 5 haben wir schon zusammenbekommen. Das ist schon eine gute Sache. Okay. So, beenden. Dann läuft das jetzt hier schön weiter alles. Luki hat noch nicht angefangen, ne? Schade. Ja, aber meine Lieben, wer als nächstes anfangen wird, ins Wochenende zu gehen, das bin ich. Das war auf jeden Fall wieder sensationell. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Heute haben wir ein bisschen mehr Micromanagement gemacht und weniger ausgebaut. Das muss aber auch mal sein, finde ich. Voll gut!